Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Iron Common 2015. Der zweite Tag ist angebrochen, beziehungsweise bricht gerade an, die Sonne geht auf und wir werden uns einer weiteren Aufgabe zuwenden. Diesmal habe ich mir herausgesucht die Aufgabe Nummer 3, Sunshine. Die Aufgabenstellung sagt, wir sollen ein neues Sonnenschutzmittel für unsere Körpernauten testen und müssen dazu mindestens 500 Kilometer, also 500.000 Meter an Körbol heranfliegen und danach wieder erfolgreich auf Körben landen. Ja, ne? Leichter gesagt als getan. Wir überlegen kurz, was wir dazu tun müssen. Ein kurzer Blick in die Tracking Station bringt uns die nötigen Informationen, die wir dazu brauchen. Kurz mal rauszoomen. So. Wir sehen, dass sich Körben mit einer Geschwindigkeit von 9.284,5 Meter pro Sekunde um Körbol bewegt. Das heißt, wir müssen, um unseren Periapsis auf diese 500 Kilometer zu senken, irgendwas um 9.000 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit verlieren. Das heißt, unsere Rakete braucht, sobald sie die Anziehungskraft von Körben verlassen hat, mindestens 9.000 Meter pro Sekunde an Delta V, um, wie gesagt, diesen Periapsis da abzusenken. Wir müssen also eine Rakete konstruieren, die zuerst mal aus der in den Orbit kommt und es danach dann auch noch schafft, die Anziehungskraft von Körben zu verlassen. Dazu betätigen wir uns dieses schönen Effekts von dem Slingshot um Mühen nochmal. Das haben wir ja schon in den vorherigen anderen KSP-Staffeln so schön erfolgreich gemacht. Sobald Mindern hier ist, damit wir uns nach hinten rausschießen lassen können, verlieren wir dann schon ein paar Meter pro Sekunde an Delta V. Und danach heißt es dann, wie gesagt, den Periapsis senken, den Apoapsis nach Möglichkeit hier oben lassen und dann warten wir eben, naja, theoretisch müssen wir zweimal rundfliegen, bis Körben dann nochmal in der Position ist, hoffen, dass wir dann von Körben nochmal eingefangen werden und in die Atmosphäre eintauchen, sollte dann unser kleinstes Problem sein. Wie bin ich vorgegangen, beziehungsweise wie hatte ich das zuerst vorgehabt? Ich habe eine Rakete gebaut, die dann irgendwie an diese 9.000 Meter pro Sekunde an Delta V rankam. Was ein riesiger Klopper war, den ich unmöglich in den Orbit bekommen hätte. Meine zweite Herangehensweise war gewesen, der Versuch eines Flugs über Eve und über Moho, dass ich eine Tankstelle bei Eve quasi einrichte und dort auftanke und einen Slingshot mache, mich also quasi zuerst bei Myn abbremsen lasse, nochmal bei Eve abbremsen lasse und ein drittes Mal bei Moho abbremsen lasse. Das Problem ist natürlich, wenn man sich dann abbremsen lässt, verändert sich jeweils nochmal unser Apoapsis. Und wir haben nachher ein Problem, nochmal auf Körben zu landen. Da ist mir eine schöne Sache eingefallen, ein schönes Triebwerk ist mir ins Auge gefallen, mit dem es dann möglich war, an die 9.000 Meter pro Sekunde an Delta V ranzukommen. Dazu müssen wir nur, beziehungsweise dazu musste ich nur meine Rakete in zwei Teile zerlegen und die beiden Teile werden wir jetzt also zuerst in Orbit schaffen und dort zusammenbauen. Ich habe die beiden Teile Sunshine A und Sunshine B genannt. Wir beginnen natürlich mit Sunshine A. Sunshine A besteht aus unserer Kapsel mit den Körpernauten. Wir sollen ja einen Körpernauten dorthin schaffen, der unsere Sonnencreme testen kann. Mit einem einfachen Asparagus-Staging und obendrauf unser Hinterteil unserer Sunshine-Rakete. Sieht etwas seltsam aus, ich gebe es zu. Sunshine A parken wir in einem Orbit von 130 Kilometern, um unserer Sunshine B die Möglichkeit zu geben, da nochmal aufzuholen. Sunshine B wird dann in einem Orbit von 70 Kilometern geparkt und kann dann etwas aufholen. So zumindest mal der Plan. Wir wissen ja mittlerweile, wie meine Pläne immer aufgehen. Je genauer unser Park-Orbit für die Antriebsstage ist, der Antrieb Teil der Rakete ist, umso genauer, beziehungsweise umso einfacher ist es natürlich nachher auch mit dem Ding zu docken. Deshalb hier jetzt etwas
Mehr Arbeit, 700 Meter sollte soweit funktionieren. Wir parken die Rakete also kurz hier und wenden uns Sunshine B zu. Bevor wir uns jedoch Sunshine B zuwenden, müssen wir natürlich Sunshine A zuerst noch in einer guten Position platzieren. Aus unseren Fehlern bei der Rettungsmission von Edlong Kerman haben wir natürlich gelernt und werden Sunshine A jetzt nicht mehr vor dem KSC positionieren, sondern etwas hinten dran. Ich würde sagen, so an diesem Zipfel hier. Orientierungspunkte sind da immer ganz hilfreich. Also nehmen wir wieder eine Halbinsel, die hier so raussteht, oder eine Landzunge, wie auch immer ihr das nennen wollt. Nehmen wir vorne die Spitze. Und dann hoffen wir, dass Sunshine A über unser Kerbal Space Center hinaus ist, bis wir im Orbit sind. Sonst müssen wir wieder endlos lange warpen. Da ist er, Sunshine B, ein Riesenmonster, denn diese Rakete, beziehungsweise mit diesem Teil hier, wollen wir natürlich nachher docken und deshalb braucht die mehr Delta-V, also einfach nur bräuchte, um sie in Orbit zu schicken. Ich gebe es zu, die Rakete sieht teilweise auch so aus, weil mir beim Bauen aufgefallen ist, dass ich mit diesen großen Teilen hier noch nie gebaut habe. Da habe ich mir gedacht, na dann nehmen wir doch einfach mal die und sehen zu, warum wir denen was bauen können. Netterweise steht in der Beschreibung von der Sunshine-Mission nichts darüber, ob wir ein Flugzeug aus mehreren Sektionen, ach, Flugzeug sage ich jetzt schon auch, ob wir eine Rakete aus mehreren Sektionen bauen dürfen, die wir also im Orbit zusammenschrauben oder nicht. Und dann hoffe ich doch mal, dass die Schiedsrichter das hier zählen lassen. Denn wenn wir eine Rakete bauen müssen, mit der wir quasi vom Launchpad aus die 500 Kilometer um Korbol erreichen müssen, wäre das Ganze schon deutlich schwieriger. Dann bräuchten wir nämlich deutlich mehr Delta-V. Dann bräuchten wir nicht nur die 4500, um in den Orbit zu kommen, zusätzlich noch die 9000 für die 500 Kilometer zu erreichen. Und dann brauchen wir noch zusätzlich die Meter pro Sekunde an Delta-V, die nötig sind, um die Anziehungskraft von Kerbin zu verlassen. Also da kommt schon ganz schön was zusammen. Jetzt sehen wir natürlich, dass genau das passiert ist, was von dem wir gehofft hatten, dass es eigentlich nicht passiert. Wir waren leider etwas schneller, aber mit einem kleinen Manöver schaffen wir es tatsächlich, an die Rakete heranzukommen. Und als nächstes beginnt das lustige Docking-Spiel, das wir schon so lieben gelernt haben. Vor allen Dingen bei unserer Rettungsaktion von Edlong. Jetzt haben wir aber genug Delta-V dabei. Ach, Delta-V dabei, sag ich. Genug Treibstoff dabei. Es sollte also kein Problem sein, da die beiden Raketenteile zu docken. Da wir jetzt ja auch die nötigen Marker haben, sollte das alles kein Problem sein. Nachdem wir unsere beiden Raketenteile so nah beieinander geparkt haben, können wir hingehen und können die Teile abkoppeln. Teil A lässt sich jetzt nur über RCS steuern. Ein kurzer Wechsel zu Sunshine A.
Denn auch hier müssen wir noch unser Bauteil erstmal positionieren, dass wir ordentlich stocken können. Den oberen Teil freigeben, wieder über unsere Docking Ports dekoppeln. Den unteren Teil ein wenig wegbewegen. Wir wollen ja unserem zweiten Teil ein bisschen Platz geben. Und müssen es dann nur noch schaffen, den Teil von Sunshine B an den Teil von Sunshine A zu klemmen. Wenn ich ihn denn finde. Da ist er. Das sieht soweit schon sehr gut aus. Mal schauen, ob wir es beim ersten Anflug gleich hinbekommen. Und nach 10.000 Versuchen haben wir es dann endlich doch noch geschafft. Hurra! Kamera auf automatisch stellen. Dafür sorgen, dass die beiden Schrottteile aus dem Orbit verschwinden. Und zu guter Letzt natürlich nicht vergessen, unseren Carbonauten in unser Sunshine-Rakete zu setzen. Ich habe mir gedacht, wir nehmen Jebediah. Der sieht für den Job ganz geeignet aus. So ein Sonnenanbeter, da kann der auch mal in Richtung Körbolo aufbrechen. Und weil wir Jeb natürlich nicht in einer großen schweren Kapsel nach Körbol bringen wollen, habe ich ihm einen Sitzplatz mit extra schöner Aussicht spendiert. Mal schauen, ob wir da reinkommen, wenn wir so hier fliegen. Zack! Und schon hätten wir Jeb als Kühlerfigur auf unserer Rakete positioniert. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was sehen. Sein Licht ist, glaube ich, noch an. Jeb, das Licht wirst du nicht mehr lange brauchen. Also schnell noch Bill und Bob zurück auf Körben setzen. Da wir Bill und Bob natürlich lebend auf Körben zurückhaben wollen, habe ich ihnen sogar eine Rettungskapsel mit Fallschirm spendiert. Ihnen sollte also auf dem Weg nach unten nichts bis nur sehr wenig passieren. Ein Hitzeschild haben sie zwar keins, aber wir haben ja auch kein Deadly Reentry installiert, weshalb das mit dem Hitzeschild kein allzu großes Problem darstellen dürfte. Ah, es landen sogar auf Land. Und nachdem Bob und Bill sicher im Kerbal Space Center zurück sind und unsere Rakete Sunshine, die wir irgendwann noch kurz umbenennen könnten, wo ist denn meine Drohne? Da oben. Control from here. Rename Vessel. Nennen wir das gute Stück nämlich einfach nur Sunshine. Können wir noch ein bisschen ballastlos werden? Zum Beispiel diese beiden Monopropellant Tanks. Was sollten die beiden hier sein? Dankeschön. Brauchen wir nicht mehr. Und jetzt müssen wir unsere Sunshine nur noch mit einem schönen Slingshot aus dem Anziehungsfeld von Körben herauskatapultieren und in Richtung Sonne schicken. Das Ganze muss ich aber wohl leider auf die nächste Folge verschieben. Ich bin mal gespannt, wie ich diese knappe Stunde, die der Flug jetzt gedauert hat, zusammenschnippele. Wir sehen es ja hier oben, Flugzeit 1 Stunde 7 Minuten. Und
In Echtzeit steht bei meiner Aufnahme 56 Minuten. Von daher würde ich dann doch lieber sagen, dass wir den Rest des Flugs auf die nächste Folge verschieben, nur gezwungenermaßen. Ich bedanke mich an dieser Stelle also recht herzlich bei euch, dass ihr bis zum Ende zugesehen habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine kleine Aufmerksamkeit in Form eines Kommentars und/oder Likes freuen. Bis zum nächsten Mal dann. Ich kann mit Jeb SOS morsen. Ciao, ciao. Euer Ben.